im Halbfinale. 60. Und ein Blick auf die Zahlen, Max, auch das ist tatsächlich imposant. Michael van Gerwen führt bislang in Gesamt-Average dieses WM-Turniers aus 3 Matches einen Average mit 104,14 mit. 60. Ja, das ist ein Wahnsinnswert und gerade in der letzten Partie gegen Joe Cullen war Michael van Gerwen wirklich herausragend. 89. Und hat mal wieder bewiesen, warum er auch die Nummer 1 der Welt ist. Ich glaube, er lag zwischenzeitlich 3:1 hinten gegen einen wirklich stark spielenden Joe Cullen. 23. In einem Match, in dem 34 von 35 möglichen Legs gespielt wurden. Und das hat so wirklich seinen Fighting Spirit entfacht gegen Joe Cullen. Und er kam nochmal zurück nach einem 1:3. 9-mal die 180, auch da 100,43 im Average gespielt. Und das ist die Spezialität von Dave Chisnell. 180er, 24, das war Nummer 25 im Turnier von Dave Chisnell. Wenn er das weiterhält, dieses Niveau, dieses High-Scoring Dave Chisnell, wie er das gegen Dimitri Vandenberg gemacht hat, auch das war ja ein überragendes Dartspiel. Max, das gerät so ein bisschen vergessen, weil alle immer reden, ja, Cullen gegen Michael van Gerwen war das Ding. Aber auch das Niveau von Dimitri Vandenberg gegen Dave Chisnell war wirklich außergewöhnlich. Definitiv, das Niveau war mindestens genauso hoch. Auch beide Spieler wirklich über weite Strecken, ein Average von 105 und mehr Punkten. 58. Dennoch Michael van Gerwen hier gleich mal mit einem Auftaktbreak gegen Dave Chisnell in 15 Darts. 135. 180 auch von Michael van Gerwen, 20. im Turnier. Dave Chisnell, auch er, spielt hervorragend in seinen Matches bislang. Average ganz knapp unter 100. 171. Ganz stark hier von Michael van Gerwen. Wahnsinn, wie er auch immer wieder die Triple 19 bearbeitet. Keiner weicht besser auf die Triple 19 auf als er. 140, Michael van Gerwen 92. 92. Ah, Doppel 18, Doppel 18. 36. Wäre es gewesen. Und Dave Chisnell, auch der steht hier nach 9 Darts auf 46 Rest. Ah, und könnte direkt zurückbreaken. Doppel 18. Und das macht Dave Chisnell. 11 Darter von Dave Chisnell zum Break. Und natürlich geht's auch weiter mit Darts selber spielen unter Anleitung von Raymond van Barneveld. Könnt ihr euch mal reinklicken, akademie.sport1.de. Ein ganz neues Format, die Online-Akademie für die Darts. 48. Michael van Gerwen, heute 56. WM-Spiel. 45 davon hat er bislang gewonnen. Demgegenüber stehen 25 Spiele bei der WM von Dave Chisnell. Aber auch der mit einer guten Bilanz von 16 Siegen. Und jetzt schon der dritten 180 im dritten Leg. 100. Debut Car 141. Auf jeden Fall jetzt 6 Darts Zeit für Dave Chisnell, um die 141 zu checken. So viel nimmt er sich gar nicht Zeit. Doppel 12. Dave Chisnell, die 141. Klasse gemacht. 140. 150. Spielt der hier auf
gleich von Beginn an. Und dennoch wissen wir, Höchstleistungen des Gegners stacheln auch Michael van Gerwen immer wieder an, Max. Auf jeden Fall. Ich meine, das, was Chisnell hier jetzt macht, das hat er ja gegen Joe Cullen schon mal gesehen. Nächste 180, das gibt's ja nicht. Wahnsinn, das ist doch schon die vierte. Ja, im vierten Leg. Ja, du sagst es, die vierte 180 von Chizzy. Und schau auf die Average, Basti. Wahnsinn. 105, 110. Wahnsinn, auch hier. Dieser letzte Dart, wie der die Triple 3 wieder ausgleicht von Dave Chisnell. Steht schon wieder auf 95 Rest. 122. David Kwan 95. 95 Punkte jetzt für den Satzgewinn. Ah, das ist wieder die Triple 3. 86 stehen. Triple 18. Satzstart. Und auch der passt. Und Dave Chisnell holt sich.